Statt Bananen gibt's Boogie und statt Windeln Wiener Walzer. 3 Jahre nach der Pleite wird aus der ehemaligen Zielpunkt-Filiale am Rochusmarkt jetzt ein Ballsaal. Dancing-Star Thomas Kramel baut den Supermarkt gerade groß um und will dort eine alte Wiener Tradition wieder aufleben lassen. Elisabeth Junk hat einen ersten Blick hineingeworfen. Die Tanzschuhe stehen bereit, auch wenn das Paket derzeit noch auf einer Baustelle getestet wird. Profitänzer Thomas Kramel lässt dort schon bald bieten im neuen Tanzpalast der ehemaligen Zielpunkt-Filiale am Rochusmarkt. Seit einem Jahr schon wird hier umgebaut. Das, was wir hier tun, ist ein Ballsaal mit 500 Quadratmeter Fläche, wo hoffentlich wie früher dann am Wochenende die Damen und Herren in der Früh nach Hause gehen mit ihrer Schucherl in der Hand und sehr zufrieden sind, weil sie ja nachtlang durchtanzen konnten. Lange Abende hat es hier schon früher gegeben. Bevor die Halle zum Supermarkt wurde, war sie nämlich ein Lichtspielhaus, als Kapitolkino weit über die Bezirksgrenzen bekannt. Der ehemalige Vorführraum ist bis heute erhalten geblieben. Mein Vater hat mir noch erzählt, dass er sich erinnert, dass das damals in den 60ern noch ein Kino war und er hat seinen ersten Kinofilm auch hier gesehen, bevor es dann, glaube ich, ein Konsum wurde und ein Zielpunkt. Das heißt, da gibt es wirklich eine lange Geschichte schon. Ein Stück Wiener Geschichte also, das im Tanzpalast fortgeschrieben werden soll. Das große Vorbild sind die alten Sophiensäle mit Live-Musik und dem bunten Programm, das für jedermann erschwinglich ist. Es gibt in Wien, glaube ich, 400-500 Bälle in der Saison. Über 500.000 Ballbesucher, also die Leute suchen schon nach dem. Das Ganze natürlich darf nicht mehr kosten als ein Kinobesuch. Und ab und zu will hier auch der Profi persönlich, so wie bei Dancing Stars, sein Tanzbein schwingen und Geheimtipps geben, sagt er, damit der Tanzpalast weiterlebt, auch bis in die nächste Generation. Eröffnen soll der neue Tanzpalast dann übrigens im Herbst.